Ja, hier ist wieder Locker Olaf und heute mal wieder mit einem neuen Locker Video. Heute machen wir uns gefüllte Tomaten mit Frühlingszwiebeln, Käse, noch mehr Käse, Thunfisch und Gewürzen. Und ich würde mal sagen, ich muss mich heute ein klein wenig beeilen, deshalb beeile ich mich jetzt auch und fange auch direkt mal an. Zuallererst schnappen wir uns hier die vier Tomaten und schneiden die. Dafür erstmal waschen, ne? Bei den Tomaten schneiden wir hier oben erstmal das Grüne ab. Zack. Und dann schneiden wir das wie ein Trichter zu. So, dann kann man nämlich einfach den Deckel abnehmen. So, da holen wir schon mal unser Fleisch. Die Tomaten sind geschnitten. Die halboffenen Tomaten legen wir schon mal auf unser Fleisch. Machen die Feta. Nein. Als erstes würzen wir das Ganze. Wir geben auf jede Tomate ein klein bisschen Pfeffer. Darauf ein bisschen Salz. Zu dem Ganzen ein bisschen Chili. Und auf das Ganze geben wir jetzt unseren Käse, den ich noch schnell schneide. Den Käse, den legen wir jetzt mit in unsere Tomaten rein. Dazu geben wir noch unseren Thunfisch. Und zum Schluss brauchen wir noch zwei Scheiben Gouda für die vier Tomaten. Ah, was ich ganz vergessen habe. Unsere Frühlingszwiebel, die müssen wir auch noch schneiden. Aber ich würde sagen, als erstes geben wir mal ein bisschen Käse hier rein in die Tomaten. In der Zwischenzeit heizen wir auf jeden Fall schon mal den Ofen auf 200 auf 175 Grad Umluft vor. Die Frühlingszwiebeln geben wir zusammen mit dem Thunfisch und noch einer Scheibe Käse auf unsere Tomaten und dann sind wir eigentlich auch schon fertig. Das geht auch schnell. So, der Ofen ist jetzt vorgeheizt. Wir nehmen die gefüllten Tomaten und stellen sie direkt in den Ofen. Und wie ihr mich kennt, keine Ahnung, wie lange die im Ofen bleiben müssen. Das verrate ich euch am Ende dieses Videos. Bis dahin, haut raus. Ciao. Ich bin gleich wieder da. Was ich ganz vergessen habe, auf die gefüllten Tomaten geben wir noch einen Schuss Olivenöl. Das mache ich jetzt mal schnell. Das Ganze habe ich jetzt 20 Minuten lang bei 175 Grad Umluft im Ofen gehabt und jetzt holen wir doch mal die fertigen Tomaten raus. Riecht das gut. Ja, hier ist wieder Locker Olaf und wir kommen auf der Endcard. Heute mit einem coolen Selfie-Stick und mit so einer freshen Kamera, die ich mir bei Amazon gekauft habe. So eine kleine Kamera, mit der ich auch unter Wasser Videos filmen kann. Ich esse die jetzt direkt weg, zumindest zwei Stück. Und dann muss ich mich fertig machen, denn ich muss mich ein klein wenig beeilen, denn ich muss los. Auf jeden Fall habe ich ja angekündigt auf einem Facebook-Bild, dass ich in meinen Videos jetzt des Öfteren mal Magerquarks verstecke, beziehungsweise ein. Wenn ihr den Magerquark gefunden habt, schreibt es doch mal bitte in die Kommentare. Dieses Mal war es schwer, nächstes Mal wird es schwerer. Und ich würde mal sagen, ich habe Hunger, ich lasse mich schmecken und bis dahin, ciao.